Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ihr seht, der Norbert ist heute mal wieder dabei. Hallo zusammen. Ihr kennt ihn ja schon aus dem Video Model S und Model 3. Falls nicht, dann schaut es euch da nochmal an. Ja, wir sind heute ziemlich aufgeregt, denn wir haben heute was ganz Besonderes vor. Wir haben die Möglichkeit, ein Verbrennerauto zu testen. Neue Technologie, ja. Was Neues. Also ein Auto, was mit Verbrennung funktioniert. Und ja, wir haben eins ausgeliehen bekommen. Du weißt ja, was das Tolle an diesen Dingern ist? Nee. Reichweite, Riesenreichweite und ultraschnelles Laden. Ja, stimmt. Ich habe gehört, dass die bis zu 500 bis 1000 Kilometer. 1000 Kilometer schaffen die auf einem Stück. Ohne dass man laden muss. Nee. Aber und das Laden geht in weniger als 2 Minuten, 3 Minuten vielleicht. Ja. Das ist ja, also, fast wie beim Wasserstoff. Also wir sind sehr gespannt. Eine tolle Geschichte. Wir schauen uns das jetzt mal an. So sieht das aus hier. Sieht eigentlich ganz normal aus erstmal, oder? Da ist jetzt noch nichts irgendwie Besonderes. Nee, hat Räder und so. Ja. Volkswagen ist ja auch eine Marke, die wir auch kennen. Ja, ja, klar. Von dem ID3 haben wir den. Ja. Okay, dann steigen wir mal ein. Sieht eigentlich erstmal ziemlich cool aus. Viele Schalter und Knöpfe. Das stimmt, ja. Für die Haptik, glaube ich, ganz gut. Da fehlt dieses große Display halt. Da hat es nochmal so eine runde Anzeige. Und deswegen ist ein Zündschlüssel. Also man zündet das vorher, zündet vorher, ja? Aha. Steckt man da rein und dann. Oh. Ah nein, Moment, ich habe gesagt, stimmt. Moment. Der hat ja 3 Pedale. Okay. Also Gas, das, ach, das ist keine Bremse, Ablage, das rechte. Nein. Okay. Und hier links, das ist die Kupplung, die muss vorher treten, sonst stirbt er dir immer ab oder kriegst ihn gar nicht erst gestartet. Eine Kupplung. Ja, Kupplung. Also durchdrücken und jetzt starten. Ah. Hä? Was ist denn das für ein Geräusch? Läuft immer noch. Der muss immer laufen, der Motor. Aber wir fahren doch gar nicht. Nein, wir fahren nicht, aber der muss irgendwie immer an sein. Das brummt ja die ganze Zeit. Ja, ist echt ein bisschen laut, ja. Finde ich schon. Ein bisschen störend ist es schon. Komm, wir gucken mal, wo das Geräusch herkommt. Ja? Ach, guck mal. Vibriert doch alles. Ja. Ist an, ja. Hört man gut, ja? Zunächst mal halte ich mal fest, das Auto steht im Moment, aber es macht ein Geräusch. Ja. Aber es ist an, ja? Also es ist an, läuft, es steht. Aber es macht ein Geräusch. Also okay, du hast ja dich mal schlau gemacht, wie man das macht. Ja, ich kenne mich voll aus. Pass auf. Okay. Wie muss man das machen? Wie kann man denn mit diesem Teil jetzt fahren? Angurten normal. Ja, Sicherheit geht vor, das ist klar. So, klick. Kupplung treten, das habe ich vorhin vergessen. Mhm. Gang rein. Aber ich verstehe gar nicht, Kupplung, Gang, was? Ich glaube, der Motor, der muss immer in der idealen Drehzahl. Das sind ja ganz genaue Verbrennungen. Das sind irgendwie so ein paar Zylinder und die kriegen im richtigen Moment dieses Benzin, diesen Kraftstoff, ist das hier drin? Das ist hinten, ist da so eine große Menge, so ein Tank drin. Ja, in dem Auto? Komm, warte doch mal. Jetzt komm, das ist schon alles sicher, das haben die schon getestet, das ist nicht Beta-Test. Der hat gesagt, da ist Benzin drin, die spinnen doch. Ist doch gefährlich. Du sagst, es passiert nichts. Es passiert, glaube ich, nichts, also haben die gesagt. Bitte gut anlegen. Es gibt aber auch... Was? Es kommt aber auch vor, dass... Das Autos brennen, oder? Ja, deswegen heißt es Verbrenner. Man hört öfters mal, ja, Brand, Ding und sowas, das sind natürlich immer solche Verbrenner, die halt da brennen. Ja. Also gut. Locker bleiben. Ja. Also ich meine, gut, man muss natürlich für so einen YouTube-Kanal auch ein bisschen Risiken eingehen. Ne? Oh, ey. Ein bisschen was liefern musst du schon. Ja? Also du weißt ja, was du tust. Du hast dich ein bisschen erkundigt. Warte mal, ich bin so nervös, dass ich mich nicht mehr anschnallen kann. Also gut. Wir legen jetzt diesen ersten Gang ein. Ja. Du musst mit dem Gas so ein bisschen Gas geben und langsam die Kupplung kommen lassen. Also so. Und das kann ich halt auch noch nicht so richtig. Ah, Vorsicht! Jetzt geht's. Hey, aber der fährt. Es wird immer lauter. Es wird immer lauter. Ah, ich glaube, du musst. Nächsten Gang. Ja, okay. Jetzt ist gut. Guck ich halt ein bisschen. Und das ist jetzt nicht so eine Beschleunigung wie bei einem elektrischen Fahrzeug, sondern einfach, du musst halt in diesem genauen. Ist schon ein bisschen laut, oder? Ja, total. Immer wenn es laut wird, musst du praktisch schalten. Dann musst du quasi schalten. Da vorne ist ein Überweg. Geh mal vom Gas, damit es bremst. Ich bin vom Gas, wie du siehst. Es bremst dich. Es bremst dich. Ja, wieso bremst du? Rekuperieren gehen. Der kann kein Benzin rekuperieren. Wenn der bremst, dann musst du wirklich dieses mittlere so bremsen. Oh, ja? Gott. Entschuldigung. Ja, alles klar. Du willst sagen, wenn du vom Gas gehst, dann wird der nicht schon alleine langsamer? Nicht richtig. Also ein bisschen vielleicht, aber nicht so richtig. Und wohin geht dann praktisch diese ganze Geschwindigkeitsenergie? Wird nicht rekuperiert. Ja. Einfach nur Wärme. Und da muss man den auch wahrscheinlich auch ein bisschen häufiger austauschen, die Belege und so und die Scheiben. Ja. Deswegen musst du auch bei den Verbrennern auch wirklich auf Gewicht achten, dass die wenig Gewicht mit sich tragen, weil das musst du ja dann immer bremsen. Ja? Mhm. Beschleunigen und bremsen. Bei einem elektrischen Fahrzeug
klar, die sind auch sehr schwer wegen dieser Batterie, aber du holst es irgendwie, zumindest zum gewissen Prozentsatz, durch die Rekuperation ja wieder rein. Also ja, ist das ja, Gewichtsproblem bei einem elektrischen Fahrzeug nicht so riesig wie bei einem Verbrenner. Jetzt haben wir mal angehalten. Norbert macht gerade mal vorne auf, den Frunk. Da ist jetzt ja überhaupt kein Platz mehr für... Für Gepäck? Da ist überhaupt kein Platz mehr, ne? Da kannst du vielleicht also Eier drauf braten, aber... Eier braten? Wieso? Weil der immer heiß ist. Der ist ja immer heiß. Also da gibt es so ein paar Stellen, da darfst du echt nicht hinfassen, ja? Ja, im Winter wird es ja Sinn machen, da kannst du das ja dann für eine Heizung verwenden. Aber im Sommer ist es völlig sinnfrei, also, dass der so heiß ist. Da hat er übrigens so eine Mikrobatterie, das ist ganz witzig. Die kannst du wirklich nur zum Starten, die kannst du nicht zum Fahren verwenden, okay, ja? Okay. Also da kannst du auch nicht mit rekuperieren mit dem Ding. Ja, die wird schon aufgeladen über so eine Lichtungsmaschine oder sowas, ja, aber... Wir fahren gerade gar nicht, ja, und das Ding macht... Läuft. Läuft, produziert Geräusch. Wärme, verbraucht Benzin. Verbraucht Reichweitenangst hier, also... Naja, gut, bei 1000 Kilometern. Und der hat natürlich total viele Sensoren, weißt du, um halt die richtige Temperatur zu haben oder das Abgas muss ja entsprechend gereinigt werden. Da gibt es so einen Katalysator drin mit Platin, übrigens sehr edel. Ja? Das hat man sich schon was leisten gelesen. Ich habe gelesen, ja, dass so ein Verbrennermotor, ich glaube, 2500 Teile hält oder so. Ja, ja, ja. Und die sind aber auch dann teilweise so auf Maß gefertigt, Millimeter genau, ja, dass eben diese Zündfunke, Zündkerze und Kolben, dass das richtig exakt funktioniert. Ansonsten würde das nicht so relativ rund laufen. Ja? Wie oft muss man das Öl da erneuern? Das muss man auch alle 20.000, 30.000 Kilometer erneuern. Da musst du zur Werkstatt gehen. Ach nee. Ja, ja. Kühlflüssigkeit prüfen und... Und riechen tut es ja schon auch. Hier vorne geht es so, finde ich. Aber hinten müssen wir mal riechen. Ja. Ja. Also im Wohnzimmer möchte ich es nicht haben. Ganz ehrlich. Ach, guck. Und was ist da? Da ist so ein fettes Ding noch dran? Das ist, damit es nicht so laut ist. Ich glaube, das wäre sonst total laut. Ach so. Ach, das ist jetzt praktisch schon... Nur Schalldämpfer. Das ist schon gedämpft? Ja, ja, das ist schon gedämpft, ja. Ach komm. Und die halten aber dann ein Leben lang, oder? Die Dinger? Nee, die blöderweise sind die nicht aus Edelstahl, sondern halt aus normalem Blech. Und dann verrosten die also so alle 6-7 Jahre. Kannst du die, glaube ich, auch wechseln. Ach komm. Weil da ist dann Kondensationswasser drin. Das ist nie eine perfekte Verbrennung. Ja, aber wenn du jetzt diese ganzen Flüssigkeiten hast, die du vorhin schon angesprochen hast, und diesen Topf und diesen Auspuff, und dann brauchst du ja diese Bremsen auch. Also ich meine, wir brauchen ja Bremsen praktisch nicht. Und du brauchst sie ja ständig. Dann verschleißen die ja, dann musst du natürlich ja ständig irgendwie zur Werkstatt, oder? Ja, das ist ein Teil des Konzepts. Also die Autos sind relativ billig. Dafür, dass sie so kompliziert sind, sind sie eigentlich sehr erschwinglich. Aber du musst halt über den Service immer wieder zur Werkstatt zurück. So alle 1-2 Jahre. Ist das so ein bisschen wie bei den Druckern? Das ist ein bisschen wie bei den Druckern mit den Patronen, genau. Also das Ding selber ist billig, aber... Die Kaffeemaschine kriegst du umsonst, aber die Caps sind dann richtig teuer. Ja, genau. Okay. Das reizt schnell zum Kauf, aber dann wundert man sich vielleicht über die laufenden Kosten. Ja, aber sehr tief ist es nicht. Nee, da ist dann nochmal der Tank dann drin. Da sind dann eben diese 50, 60 Liter Sprit noch drin. Da fährt man praktisch 50, 60 Liter Benzin rum. Karzinogene Flüssigkeiten, sehr brennbar, sehr viel Energieinhalt. Ja. Sie sagen, man kriegt es in den Griff. Das soll nicht so gefährlich sein. Ja, Tankstellen. Da kann man ja, glaube ich, wie du vorhin gesagt hast, relativ rasch also diesen Benzinstoff reinladen. Aber wie kommt der da hin? Die haben wiederum Tanks, große Tanks. Und die kriegen das dann wieder über Tankfahrzeuge. Okay. Das ist auch aus krudem Öl, also irgendwie auch eine relative Sauerei, glaube ich. Okay. Muss das irgendwie noch destilliert werden, also raffiniert werden. Und das ist ja auch nicht irgendwo jetzt bei uns in Deutschland, das muss man also importieren. Das ist relativ teuer. Also Nordsee oder Nahen Osten haben die da solche Förderquellen. Also müssen das dort wieder mit irgendwelchen großen Tankschiffen herfahren. Also es hat schon ganz schön einen Förderweg hinter sich. Und ich muss da hinfahren. Also zu Hause geht es nicht. Du kannst nicht zu Hause laden. Also ich muss da hinfahren. Du musst immer wieder zu der Tankstelle. Immer wieder hinfahren, du zahlst immer wieder deine 60, 70 Euro für so eine Tankfüllung. Der Preis schwankt auch die ganze Zeit. Okay. Je nachdem, wie so relativ teuer, ne? Also, teuer. Im Vergleich zu einem Injektor ist schon teurer. Ja. Ein schlaues Konzept eigentlich. Also ich meine jetzt für, wenn man sich überlegt, man muss immer wieder hin, um diese Flüssigkeiten auszutauschen, immer wieder du hin. Du lernst ja auch Leute kennen. An so einer Tankstelle habe ich mir sagen lassen, da kennst du schon diesen Tankmenschen. Das ist auch so ein bisschen eine Community, oder? Das ist eine echte Community, glaube ich. Die Verbrennerfahrer sind... Die finden sich immer wieder an den Stellen ein. Ja, das ist natürlich zu Hause, wenn du zu Hause lädst, natürlich nicht so gegeben. Ja. Ich finde erstmal spannend. Vielen Dank, dass du das besorgt hast, dass wir das jetzt mal testen konnten. Jederzeit wieder. Ja. Wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht mit dieser Technologie. Ist eine Nischentechnologie vorerst, würdest du sagen? Schon. Ja, also bis sich das durchsetzt, kann ich mir nicht vorstellen. Auch mit dem Gestank hinten und so. Also, ich hoffe, euch hat dieser kleine Test gefallen, dass ihr es spannend fandet, mal so einen Verbrenner mit uns zu testen. Mal sehen, was draus wird. Gebt auf jeden Fall mal ein Like für dieses Video, lasst ein Abo da und kommentiert gerne unten, was ihr von der Verbrennertechnologie haltet. Und dann seid auch nächstes Mal wieder dabei bei dieser Dad
Und auch vielleicht ist Norbert auch wieder dabei. Ciao. Ciao.